Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie heute am Dienstag, dem 8. Februar, mit einer weiteren Ausgabe des Videotickers vom Frankfurter Börsenbrief. Das war doch gestern ein positiver Start in die neue Börsenwoche. Die wichtigen europäischen Indizes waren samt und sonders im Plus, zumindest die Indizes in der Eurozone. Der Eurostoxx 50 beispielsweise konnte 0,93% zulegen und damit übrigens prozentual genauso stark wie der DAX. Der DAX erreichte sein höchstes Niveau seit etwa 3 Jahren und hilfreich dürfte hier auch die ein Stück weit Entspannung in Ägypten gewesen sein. Der DAX hat sich gestern gut schlagen können, obwohl es auch eine gewisse Beruhigungstendenz gab bei den Industrieorders in Deutschland. Beim Auftragseingang in der deutschen Industrie ergab sich im Dezember preis- und saisonbereinigt ein Minus von 3,4% gegenüber dem Vormonat. Allerdings, und das muss man auch wirklich dazu sagen, war der November ziemlich aufgepustet durch Großaufträge. Der Novemberanstieg betrug 5,2%, sodass also Deutschland immer noch gut unterwegs ist. Kleines Schlaglicht aus Europa. Portugal konnte eine Anleihe platzieren im Volumen von etwa 3,5 Milliarden Euro. Die Nachfrage soll oberhalb von 7 Milliarden Euro gelegen haben. Und damit hat Portugal etwa 30% des diesjährigen Kapitalbedarfs bereits jetzt eingesammelt. Auch die Wall Street war gestern fester, der S&P 500 beispielsweise mit 0,62%. Aber auch der Dow Jones und der Nasdaq Index konnten sich auf der positiven Seite dann aus dem Handel heraus begeben. Bleiben wir auch kurz in den USA, nämlich kommen wir kurz zur Berichtssaison. Bereits bisher lag die Zahl der positiven Überraschungen, und zwar hinsichtlich des Umsatzes, bei US-Gesellschaften auf dem höchsten Niveau seit mehreren Jahren. Mehr als 70% der Gesellschaften, die bisher vorgelegt haben, lagen im Umsatz besser, als man das erwartet hatte. Das heißt, die Unternehmen sparen sich nicht einfach nur gesund, was man ja bisher zum Teil etwas vorgeworfen hat, sondern es ist wirklich Wachstum da, dass es hier also hier ein sehr positives Signal ist. Kommen wir zu einigen Aktien. Symrise, der Duft- und Aromaspezialist, ist ja schon seit längerer Zeit auf unserer Empfehlungsliste, beziehungsweise die Aktien dieses Unternehmens. Nun wurde berichtet, dass der britische Versicherer Prudential über die Meldeschwelle von 10% bei den Stimmrechten gegangen ist. Man lag per 1. Februar bei 10,02% und damit ist Prudential der größte Einzelaktionär der Gesellschaft. Wir werden im kommenden Frankfurter Börsenbrief noch etwas mehr auf diese Aktie eingehen. Bitte lesen Sie dies ergänzend zu diesem Ticker dann dort nach. Weitere Aktie im Kurzfokus, Drillisch. Gestern war die Aktie sehr freundlich mit etwa 5,7% Kursgewinn. Das Telekom-Unternehmen konnte die eigene Prognose schlagen. Aber was noch interessanter ist in meinen Augen, ist die Dividendenperspektive. Und dazu habe ich heute Morgen schon ein Update auf unserer Internetseite eingestellt, www.frankfurter-börsenbrief.de. Schau Sie dort bitte ergänzend rein, um hier noch etwas mehr Informationen zu bekommen. Datamodul, eine weitere Aktie. Es gab einige Überschreitungen von Meldeschwellen bei den Stimmrechtsgrößen. Wir werden im kommenden Frankfurter Börsenbrief auch hierauf noch etwas weiter eingehen. Diese Aktie hatten wir ebenfalls schon empfohlen und sie erscheint weiterhin interessant. Zum Terminkalender. Die Börse Shanghai bleibt feiertagsbedingt geschlossen heute oder blieb geschlossen. Ferner war angesetzt Japan Leistungsbilanz Dezember und Deutschland Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember. Abschließend, bitte bleiben Sie auf der Kaufseite, operieren dabei aber weiterhin selektiv. Also da, wo Sie konkrete Chancen nutzen, gehen Sie bitte rein. Haben Sie jetzt bitte keine zu große Liquiditätsquote mehr. Und ergänzend zu diesem Ticker wollen Sie dann auch bitte die jüngeren Frankfurter Börsenbriefe nochmal zur Hand nehmen, um dann herauszufiltern, was für Sie genau die richtigen Aktien sind von den Möglichkeiten und Anlagechancen, die wir Ihnen dort vorstellen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen, erfolgreichen Tag. Ihr Walter Tissen.